Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Outdoor-Abenteuer. Bevor es losgeht, gehen Grüße an folgende Kanalmitglieder raus. Thomas Auge, Mr. Worldwide, Marian Ziegeler, Eagle85, Markus Junge. Hallo ihr alle da draußen, heute geht's auf eine weitere Tour. Boris Outdoor. Wo es auf der einen Seite der Mosel runterging, geht es auf der anderen wieder steil hoch. Unterwegs mit Martin. Der erste anstrengende Berg ist schon verdaut. Und Toppers Adventures. Hier gibt's Bananenkekse, hier so Käsestangen. Vielen Dank für eure regelmäßige Unterstützung meines YouTube-Kanals und jetzt viel Spaß mit dem folgenden Video. Seid gegrüßt und recht herzlich willkommen zu einem weiteren kleinen Outdoor-Abenteuer. Es ist so, dass der Dominik heute von Engelskirchen aus zu Fuß zum Campingplatz Glüder wandert. Und da ich heute zeitlich sehr angespannt war, kann ich jetzt leider erst um kurz vor 16 Uhr mit dazu stoßen. Das heißt, wir werden jetzt gleich auf dem Campingplatz einfach nur das Auto erstmal abstellen, dann die Marschschuhe anziehen, Rucksack anziehen, dann dem Dominik schon mal so ein paar Kilometer entgegengehen, dass ich heute auch so ein bisschen auf meine Kosten komme. Und dann werden wir den Abend einläuten, schön auf dem Campingplatz grillen, duschen und einfach ein paar schöne Stunden verbringen. Ich freue mich sehr, dass ihr dabei seid. Los geht's! Kilometer 1, herzlich willkommen auf dem Track, der uns genau in die Arme von dem Dominik treiben wird. Der hat mir den Track natürlich zugeschickt, sodass ich ihm da eben entgegenkommen kann. Wo er genau ist, kann ich gerade nicht sagen, denn Anrufen funktioniert nicht, kommt immer nur besetzt. Also irgendwas ist hier mit dem super Handynetz mal wieder nicht in Ordnung oder anders. Es ist so wie immer, ne? Bist du ein bisschen außerhalb von Großstädten, hast du ein Problem. Ja, auf jeden Fall, hier kann man durch die Bäume, glaube ich, so ein bisschen noch sehen, den Campingplatz. Da gerade das Auto geparkt, da sind alle Sachen drin, auch vom Dominik. Die hat er mir letzte Woche schon vorbeigebracht, nur sonst haben wir es ja andersrum gemacht. Er hat meine Sachen mitgenommen und ich bin die Monsterstrecke zum Treffpunkt gelaufen. Heute machen wir es andersrum, aber damit ich auch so ein paar Kilometer machen kann, habe ich jetzt da noch nichts aufgebaut. Da mache ich gleich mit dem Dominik alles zusammen und hier seht ihr schon wunderschöne bergische Landschaften. Ein paar Felsen, Moose, Bäume, ziemlich warm. Oh, guck mal hier. Ach, das haben wir letztes Mal auch schon auf dem Video gehabt. Geil, diese Felsformation. Leute, wunderbar. So, und damit sind wir auch schon bei Kilometer 5 oder so. Ich musste jetzt dreimal die Aufzeichnung mit Komoot hier neu starten, weil immer wieder der Track einfach ausgeblendet wurde und ich nicht mehr wusste, wo ich lang musste, bis ich dann mal auf die Idee kam, den Track umzukehren. Weil ich gehe das ja jetzt quasi rückwärts, was der Dominik mir geschickt hat. Und jetzt ist es umgekehrt, der Track, und jetzt bleibt die Aufzeichnung der Track auch stehen. Ja, deswegen muss ich nachher mal gucken, wenn wir auf dem Campingplatz sind. Oder ich werde den Rückweg einfach mal komplett neu tracken und das Ganze mal 2 nehmen. Dann haben wir auch die Gesamtdistanz, bis wir eben dem Dominik in die Arme gelaufen sind. Mit dem habe ich in der Zwischenzeit übrigens auch schon telefoniert. Der müsste jetzt noch so, ja, schwer zu sagen, 15 Kilometer haben oder so. Also da war da noch ein bisschen paar Kilometer machen können. Ne? Die Verbindung war sehr schlecht gewesen, also Handynetz Deutschlands. Ich glaube, ich halte mich dran damit, ne? Aber es ist einfach wirklich richtig nervtötend. Ja, auf jeden Fall laufen wir jetzt hier. Wir kommen gerade raus aus Wolfstall, nicht Wolfsstall, sondern Wolfstall, und laufen jetzt auf Herscheid drauf zu, über einen frisch gemähten Acker. Ah, das duftet hier schön nach Wiese. Ah, wie ich so Wiese rieche, frisch gemäht, das erinnert mich immer an Festival. Frisch gemähte Wiese ist Festivalduft. Werden mir wahrscheinlich viele zustimmen. Genau, damit geht es jetzt zügig weiter Richtung Dominik. So, da müssen wir inzwischen irgendwie bei Kilometer 8 oder so sein. Es geht voran. Ja, zwischendurch gibt es auch mal halbwegs gute Neuigkeiten. Ich hatte heute nämlich den Termin beim Orthopäden gehabt, denn ich habe ja in den letzten Videos immer wieder mal über Schmerzen im Fuß geklagt, seit der Zugspitzbesteigung. Und da wurde heute
Der Fuß war geröntgt und der Arzt konnte so nichts feststellen. Wahrscheinlich einfach nur eine Überlastung, Überreizung. Das wird sich von alleine abklingen. Dennoch hat er mir eine Überweisung zum MRT mitgegeben. Aber Leute, wann soll ich dahin? Ne? Nächsten Monat, September, ist der Monat der Wahrheit. Jedes Wochenende ein Extremmarsch. 130 Kilometer Mosel, 100 Kilometer Mammut, 100 Kilometer Mega und dann auf die Zugspitze. Leute, das wird heftig. Da muss der Fuß einfach mitspielen. Aber schon als der Arzt mir sagte, nee, das ist wahrscheinlich nichts Schlimmes, da ging es mir schon deutlich besser. Ne, weil wenn man so nach einem 10-Kilometer-Türchen nach Hause kommt und der Fuß schmerzt bis zum Knie hoch, das macht einem Angst. Das hat mir richtig Angst gemacht. Ne? Laufen ist mein Lebensinhalt. Und wenn ich mir vorstelle, das irgendwann in der Form so nicht mehr betreiben zu können, Leute, das wird richtig bitter werden. Ich weiß nicht, wie ich darauf reagieren werde, aber hätte noch mal alles Jotiangen. Und ich habe auch immer so als Vorbild vor Augen den Ralf König vom Kölnfahrt Ultramarsch, der mit seinen 70 Jahren da noch die 170 Kilometer einfach durch, als wäre es nichts. Ja, ihr seht, auch im hohen Alter geht immer noch was. Und ich glaube, unterm Strich, Bewegung hält auch jung. Auch wenn man es hin und wieder mal übertreibt, wie ich, glaube ich, dass es immer noch gesünder ist, als überhaupt nichts zu tun. Und den Konditionszuwachs, den man auch durch solche Übertreibungen dann erfährt, ist halt auch nicht zu verachten. Also immer weitermachen, aber trotzdem so ein bisschen auf den Körper achten. Also vor 15 Minuten sagte mir der Dominik, dass er noch 11 Kilometer zu gehen hätte. Wir sind jetzt bei Kilometer 10 und vorher hatten wir schon zweimal andere Aufzeichnungen mit jeweils um die 1 Kilometer. Also wir sind jetzt schon wahrscheinlich bei Kilometer 12 und von Dominik weit und breit keine Spur. Also wir müssen uns nach den Informationen, die er mir gegeben hat, schon lange begegnet sein müssen. Bleibt spannend, weiter geht's. Ja, als ob ich es geahnt hätte. Ich habe jetzt gerade den Dominik angerufen. Der hat jetzt noch 9 Kilometer. Also wir sind irgendwo aneinander vorbeigelaufen. Unfassbar. Ja, dann habe ich ihm noch gesagt, dass ich hier in diesem Kuhgatter schon durchgegangen bin. Dann sagt er, ja, das liegt auch schon lange hinter mir. Ja, jetzt müssen wir wieder zurückgehen. Auf jeden Fall hat er sich jetzt irgendwo auf eine Bank gesetzt. Hat mir seinen Standort gerade über WhatsApp geschickt. Jetzt sehe ich wieder zurück. Leute, das kann ja nicht sein. Unfassbar soweit. Aber wir holen auf und sehen uns gleich wieder zusammen mit dem Dominik. Ja Leute, richtig blöd gelaufen. Der Dominik ist schon wieder unterwegs. Ich habe gesagt, er soll weitergehen und nicht auf mich warten. Aber unsere Relativgeschwindigkeit zueinander, die ist so gering, dass ich ihn vor dem Campingplatz wahrscheinlich nicht mehr einholen werde. Ja, und das kommt mir gerade so vor wie das Problem mit Achilles und der Schildkröte. Denn immer wenn ich hier Google Maps zu seinem Standpunkt hin navigiere und das aufgeholt habe, ist der Dominik ja wieder schon ein Stück weiter gegangen. Ja, dann navigiere ich wieder neu, ist wieder ein kürzeres Stückchen, hol das wieder auf. In der Zeit ist der Dominik weitergelaufen und so geht das die ganze Zeit weiter. Ja, und da gibt es eben dieses Problem, dieses Paradoxon mit Achilles und der Schildkröte. Ich nehme mal an, die Schildkröte ist, Achilles ist doppelt so schnell wie die Schildkröte und deswegen bekommt die Schildkröte einen Vorsprung, den Achilles in einer Sekunde aufgeholt hat. Die starten also versetzt. So, das Rennen startet und Achilles rennt erstmal bis zu der Stelle, wo die Schildkröte war, als sie gestartet ist. Ist eine Sekunde vergangen. In der Zeit hat die Schildkröte aber wieder ein Stück Strecke gemacht. Dieses Stück holt Achilles wieder auf. Da vergeht wieder ein bisschen Zeit. In dieser Zeit ist die Schildkröte aber ein Stück weiter gelaufen. Und auch das holt Achilles erstmal wieder auf und so weiter. Und nach der Überlegung dürfte Achilles die Schildkröte ja niemals einholen. Oder etwa doch? Dominik. So, da hatte ich auf jeden Fall die richtige Fährte aufgenommen. Da sind die beiden Räuber.
Ja, dreh ich auch mal um hier. Ja, alles da ist. Bis dann. Lebe jung. Was machst du mit mir? Geht's überhaupt nicht? Ja, Räuber, hey, grüß dich. Gut? Ja, alles gut soweit. Gut durchgekommen? Ja. Siehst du fit aus? Ja, aber mir tun die Beine weh. Glaubst du's? Willst du jetzt deinen Bonbon haben oder bist du am Platz? Ja, jetzt sind wir schon da. Jetzt sind wir schon da. Ja. Ich quasi auf der Brücke kommt da. Auf der Brücke vom Campingplatz. Du kriegst jetzt das Bonbon. Das habe ich jetzt 25 Kilometer, kannst du meinen Rucksack nehmen? Ja, klar. 25 Kilometer rumgeschleppt. So. Oh. Ein Bonbon. Was ist das denn? Was ist das denn? Hoffentlich ist sie noch kalt. Oh, eine Cola. Ach, hör mal, warte mal. Okay. Ist sie noch kalt? Ja, ja, ist noch kalt. Egal. Zwei Eispacks drum gewickelt. Wie lange bist du schon hier? 10 Minuten. Viertelstunde. Ich bin einmal in die Richtung gelaufen, einmal in die, weil ich dann nicht wusste, aus welcher Richtung kommt der. Prost. Danke sehr. Prost, liebe Jung. Und dann habe ich da hinten einmal geschrien, da vorne einmal geschrien und dann wieder dahin. Ich habe euch da rufen gehört. Okay. Ich sag noch, ey, ihr Räuber, da war doch schon wieder weg. Ja doch, habe ich doch recht gehabt. Ja. Da war das doch gewesen. Ja. Keine 100 Meter hinter uns bestimmt. Ja, ja, genau. Auf dem freien Feld aber. Ja, genau. Geht jetzt? Ja. Und guckt euch mal den Dominik an. Rasiert. Der sieht direkt 10 Jahre jünger aus. Junge, ne? So ein Baby, Junge. Da möchte man so in die Backen kneifen. Ne? Ja, schön. Gut. Ja, dann auf zum Campingplatz. Einchecken. Leute, geschafft. Geil. Glückwunsch. Ja, diese Laterne, das bedeutet, dass ich in So, das Lager steht soweit. Der Jörg macht sich ja auch gerade parat mit seinem Kochzeug. Der wird leider nur zum Kochen und Essen bleiben. Aber Madnix, ein paar schöne Stunden verbringen. Dominiks Zelt steht auch. Und ich schlafe heute unter meinem Tarp mal wieder, weil ich so ein bisschen lieblos aufgespannt habe, weil ich habe nämlich meine Stangen vergessen, das ärgert mich so ein bisschen. Aber es hält, regnen wird es wahrscheinlich nicht, deswegen ist das so in Ordnung. So Dominik, können wir duschen gehen? Wir können duschen gehen. Sehr gut, auf geht's! Ja. So liebe Leute, sorry für den harten Schnitt, herzlich willkommen zurück. Das Duschhaus vorne war voll ausgelastet und ich hatte keine Lust zu warten, deswegen bin ich in der Wupper duschen gegangen. Aber da ich nicht weiß, ob man das darf, habe ich es nicht gefilmt. Alles richtig gemacht. Ja, dem Rest filmen wir gar nichts mehr, erzählen nur noch, was man gemacht hat. Und weißt du, ob das erlaubt ist? Ja, das ist Naturschutzgebiet. Ist Naturschutz ja, aber wobei, also ich bin mir nicht ganz sicher. Ne? Ich habe mich vertan, ich war doch in der Dusche. So. Genau, ja, auf jeden Fall, die Essensvorbereitungen laufen jetzt hier so langsam an. Ich habe auch richtig Hunger jetzt. Ne? Der Dominik ist noch in der Dusche, der kommt gleich. Und dann wird. Gaslaterne macht mich wahnsinnig. So. Jetzt mal hier schon ein bisschen schönes Licht reinzaubern. Ich habe die so ein bisschen modifiziert. Da war nämlich innen drin so eine ewig verstopfte Düse. Ich habe die Düse rausgeschmissen, die Hülse drüber. Funktioniert auch. So. Geil, oder? Feines Licht, ja. Feines Licht, ja. Mhm. Kerzenlicht. Genau, also heute bestens ausgerüstet. Ich denke, wir können schon mal den Grill anwerfen. Das ist der zweite von den zwei Einweggrills, die wir noch auf dem Balkon hatten. Meine Freundin ist sehr dankbar, dass sie jetzt endlich mal weg sind. Ich hätte lieber auf meinem Steckgrill da gegrillt, ne? Mit der Feuerschale. Aber ja, wobei, das war ja beim letzten Mal, wir waren auch schon problematisch, ne? So ein bisschen. Ja, zum Grillen war es ja okay. Aber zum Holz reinmachen nicht. Mit Lagerfeuer? Nein, das ist ja nicht mehr. So, jetzt haben wir hier kein Drahtgestell, also besorgen wir mal einen Stein. Der Jörg, bester Mann. So, Stein drunter, angestochen. Und das Ganze erstmal durchziehen lassen. Dann sehen wir es gleich wieder, wenn der Dominik zurück ist. Dominik, was willst du denn essen? Gegrillte Maultaschen, bitte. Okay. So.
So, liebe Leute, die Vorbereitungen laufen und der Jörg hat hier mitgebracht bergische RadlerInnen, gendergerecht. Ja, auf jeden Fall. Bergisches Radler. Prost, Männers. Zum Wohl. Prost, mein Lieber. Zum Wohl. Auf uns, auf einen schönen Abend. Ja, die Maultaschen kochen schon hoch. Wir werden einmal schön durchziehen. Dann werden wir die schön grillen. Dann gibt es noch Berner Würstchen und Kräuterbutterbaguette. Und auch mal ganz neu hier Semmelknödel mit Speck drin. Die werde ich dann später noch in der Brühe ziehen lassen von den Maultaschen, mit dem bisschen noch mehr Geschmack kriegen. Und werde zum Schluss dann so eine kleine Buko-Soße noch anrühren. Darf ich mich bei dir bedanken? Der Sebastian, der kocht heute. Genau, ich bekoche heute den Dominik. Das ist wirklich sehr, sehr nett von ihm. Er hat heute verdient. Er hat 55 Kilometer runtergerissen. Getränke geht auch auf mich. Alles hier. Zugeballert. Rückfahrt neu nach Hause auch. Ja, also, der kriegt hier voll Full Service. Ne? Hallo. So, lieben Jörg, was gibt es denn bei dir? Es gibt Maultaschen mit frischen Lauchzwiebeln, Paprika und Tomaten. Das und ein wenig brauner Soße. Das sieht sehr gut aus. Woll. Schön auf der Pfanne mit Gas. Ja. Fantastisch. Ja. Was machen unsere hier? Maultaschen werden fertig. Die Klöße ziehen noch. Hab einmal aufkochen lassen. Jetzt ziehen die vor sich hin. Dominik ist hungrig. Hat schon das Besteck parat. Mal hoffen, dass der bald vorangeht. So, wie viel haben wir eigentlich? 22:11 Uhr. 22:11 Uhr. Also, das Essen ist hier bereit. Ich muss jetzt gerade noch hier die Soße retten. Oh, die ist schon am Schäumen. Eieiei. Aber ist noch nichts angebrannt, sehr gut. Dann machen wir hier mal den Spiritus wieder aus und schreiten zum Essen. Leben Dominik. Jeder kriegt ein Kräuterbutterbaguette. Und ist immer noch Maultaschen gekocht für jeden zwei. Ich lege das mal so dahin. Dann kriegst du noch gebratene Maultaschen. Vier Stück müssen das sein. Passt das überhaupt alles, Dominik? Komm mal. Ja, das müsste passen. Vier, ja genau. Und noch die zwei. Ich klatsche das alles zusammen. Ne? Alles drauf. Und die Berner Würstchen auch noch. Oh, die brutzeln noch. Aber ich kann dir noch einen Teller geben hier, ne? Alles gut, ich glaube, das passt. Ja, nee, ich soll noch vier. Ja, nicht quetschen, ne? Bitte schön, liebe Junge. Danke. Das sind meine vier. Ah, ich habe auch richtig Hunger jetzt. Geil. Junge, Junge, Junge. Ich habe zwar nur knapp 25 Kilometer gemacht, aber auch da spürt man, der Respekt gebührt heute aber unserem Dominik. Ne? So sieht's aus. Alles gut. Wie viel waren es nochmal? 55? 55 und 1300 Höhenmeter. 1300 Höhenmeter. So, heute war auf jeden Fall was Neues. Klöße. Kannst du so wegnehmen, wie du willst. Semmelknödelbrösel. Was rede ich? Semmelknödel mit Brösel? Nee. Semmelknödel mit Speck. So, die kann man sogar leicht aufmachen, sich dann einfach mit dazu hauen und dann hier habe ich einfach mal mit der Brühe ein bisschen Buko rein, das als Soße. Das ist so die Idee, kann man auch nach Bedarf einfach zulangen. Cool. Damit würde ich sagen, schreiten wir zur Tat und sagen guten Appetit. Guten Hunger, lasst ihr euch schmecken. Guten Hunger, Männers. Vielen, vielen Dank. Geil, gerne. 23.34 Uhr, herzlich willkommen zurück nach einem wunderbaren Abendessen. Sorry, dass ich nicht mehr gefilmt habe, aber wir haben da noch sehr nett zusammen gesessen, erzählt und uns die Bäuche kugelig gelacht über die dollsten Witze, die man sich so abends erzählen kann. Ja Leute, ich merke gerade, ich bin von so einer Kriebelfliege gebissen worden. Ich habe hier den Handrücken, das ist so dick geschwollen hier, kann man das erkennen? Das juckt wie Sau, ist geschwollen. Also diese Viecher, die haben doch jegliche Daseinsberechtigung auf diesem Planeten verspielt, oder? Kann da echt nicht sein. Ja, ich habe hier heute mal dabei Antimücke und Zecke, Pforte. Habe ich mich komplett mit eingeschmiert. Ist kein DEET mit drin. Ah, Wirkstoff. Ethyl-N-Acyl-N-Butyl-Alan, ach, was weiß ich.
Scheint auf jeden Fall so weit zu wirken. Bisher bin ich nicht weiter gebissen worden, aber hier der Handrücken, das sieht richtig fies aus und juckt. Widerlich. Ja, auf jeden Fall die Geschichte mit Achilles und der Schildkröte. Da werde ich dann morgen die Auflösung zu bringen. Und ja, damit ist dieser Tag hier heute gelaufen. Und so liegen wir jetzt hier, hört ihr auch schön beim Wupper rauschen. Oh, das ist richtig ASMR-Live, ne? Kann man wunderbar wegdösen. Schlafmaske auf. Und damit sage ich gute Nacht und bis morgen früh. Zehn vor sieben in der Früh. Ich wünsche einen wunderschönen guten Morgen. Die Nacht ist vorbei. Sie war furchtbar gewesen. Leute, guckt euch mal meine rechte Hand hier an. Die ist geschwollen wie ein Brot. Das ist alles hier, das spannt. Jeden Herzschlag spüre ich. Boah, diese beschissenen Kriebelfliegen. Die sind doch nicht mehr zu retten, oder? Das juckt, es spannt, es tut weh. Ja, Beine haben auch gejuckt, also ich habe verdammt schlecht geschlafen. Ich bin um 3 Uhr wach geworden und erst um 5 wieder eingeschlafen bis 6 Uhr oder sowas. Leute, gar nicht schön. Also da muss man vorher auf jeden Fall richtig sich mit Mückenzeug einsprühen, dass sowas nicht mehr passiert. Das macht mir echt Sorgen hier, ne? Ich weiß nicht, wann das hier wieder abklingen soll. Gut, machen wir nichts dran. Oh, der Dominik wird auch gerade wach nebenan. Lebe Jung, wie geht's dir? Ja, soweit ganz. Okay, er kann nicht weiter klagen, da wird ein Schuh ausgeschüttelt. Ja, dann würde ich sagen, geht es dann hier langsam auch ans Aufräumen und Spülen und Zähneputzen. So, der Zeltplatzrückbau schreitet voran, nicht aber die Schwellung meiner Hand, die will einfach nicht abschwellen. Also es fühlt sich überhaupt nicht gut an, müssen wir echt mal im Auge behalten hier. Ne? Ja, auf jeden Fall wollte ich damit dann jetzt auch das Achilles-Schildkröte-Paradoxon auflösen. Wir erinnern uns, Achilles gibt der Schildkröte einen Vorsprung und da braucht er für eine Sekunde, um da hinzukommen, wo die Schildkröte war, als das Rennen gestartet ist. So, dann geht das ja weiter. Dann rennt er zu der Stelle, wo die Schildkröte war. In der Zeit kommt sie ein Stück weiter, ne? Und das geht so häppchenweise voran. Und das hat den Anschein, als ob er die Schildkröte niemals einholen könnte, obwohl er doppelt so schnell ist. Ja, das Paradoxon an der Sache ist, dass wir bei der Betrachtungsweise keinen Zeitpunkt betrachten, der später als 2 Sekunden stattfindet. Denn nach 2 Sekunden hat er die Schildkröte eingeholt. Ja, das kann man sich auch geometrisch sehr schön vorstellen. Indem wir uns ein Quadrat vorstellen, der Fläche 1. Daneben zeichnen wir ein Quadrat der Fläche, ein Rechteck der Fläche 1/2. Dann ein Quadrat von 1/4, Rechteck 1/8 und so weiter. Und das wird so verschachtelt aufgebaut. Und wenn ihr euch das jetzt anschaut, dieses Bild, und das so ewig weiter fortsetzt, dann wird diese Fläche den Grenzwert 2 haben. Wenn man das nämlich unendlich fortsetzt, diese Verschachtelung von Rechteck und Quadrat. Ja, sehr schöne Sache ist das und zeigt eben auch, dass das Aufaddieren von unendlich vielen Teilen nicht automatisch auch unendlich groß wird. Bei der geometrischen Reihe ist das so und dann gibt es auch die sogenannte harmonische Reihe. Da werden die Brüche 1 plus 1/2 plus 1/3 plus 1/4 plus 1/5 und so weiter, das werden auch immer kleinere Stücke, die man dazu addiert, aber das schießt nach unendlich weg. Kann man sich nur schwer vorstellen. Das geht auch nur sehr langsam nach unendlich weg, aber es konvergiert nicht. Die geometrische Reihe konvergiert, die harmonische Reihe nicht. Ja, ich denke, das ist klar geworden. Sehr schöne Sache, wie man sich sowas auch geometrisch oder grafisch veranschaulichen kann. Ja, Dominik ist schon fertig mit seinem Zeltplatzabbau. Komm mal ran hier. Der trinkt gerade rosa Saft. Ja. Jetzt mal hin. Hast du gut geschlafen, der Jung? Ja. Bis auf halt diesmal ein bisschen nicht so erträglich war mit der Lautstärke vom Fluss. Ja. Und die Kriebelmücken, die einen noch nachts so ein bisschen. Leute, eine Unverschämtheit ist das, ne? Beine jucken, bei dir auch, ne? Ja. Ah, schlimm. Also nächstes, das ist der Wahnsinn. Naja.
Also nächstes Mal müssen wir auf jeden Fall uns richtig vorherig einschmieren mit Diet, vorher mal eintunken, dann können wir hier aufkreuzen. Ne? Die Isomatte muss eine neue, wa? Bei mir. Isomatte ist kaputt, genau. Ich lag auf dem Boden. Ne? Boah, ja, gar nicht schön, dann fängt man an zu frieren und so weiter. Ja, damit ist dieses Video auch beendet. Ich werde jetzt hier die Sachen noch zu Ende einpacken, dann setzen wir uns ins Auto und fahren zurück nach Köln bzw. Bengelskirchen. Ja, Bengelskirchen. Auf jeden Fall, das nächste Video wird sein, ein Besuch beim Globetrotter. Da haben wir nämlich eine Drehgenehmigung bekommen, um diverse Dinge einzukaufen. Ein Verkäufer, weiß ich nicht, ob wir den vor die Kamera kriegen, wird schwierig. Ja, und danach geht es dann für mich auch schon auf den Mosel-Extremmarsch. Geht's bei dir danach? Erstmal nichts. Erstmal nichts. Doch, ich entscheide das spontan. Er macht spontan, macht Päuschen, kann er sich auch mal gönnen. Ja, damit sind wir an dieser Stelle raus. Bedanken uns bei euch fürs Zuschauen. Madet Jod und tschüss.